Knaller. Ein kleines Gebiet, in dem die Leute einfach nur herumsitzen und sich gegenseitig ihrer Gesellschaft erfreuen. Sie reden, lachen und singen, ohne jemals zu streiten, Messer zu ziehen oder elendig zu sterben. Ein wirklich bizarrer Ort. Und damit Servus und herzlich willkommen zur 13. Episode von Dungeon Keeper. Entschuldigt, ich bin noch ein bisschen verwirrt, denn ich werde den heutigen Abend mit dieser Episode beschließen. Und es handelt sich hierbei ganz definitiv um eine sehr wichtige Episode. Denn hier geht es jetzt dann als allererstes mal darum... Eingang wurde 5, erobert. 2, 3, 4, 5. Zwei miteinander eigentlich verfeindete, aber jetzt sich verbündete Dungeon Keeper zu bezwingen. Die haben beschlossen, sie mögen mich nicht und deswegen gehen sie jetzt als erstes mal auf mich los. Ja klar, warum auch nicht. Sei ihnen ja zugestanden, dieser Versuch. Aber wir haben natürlich den Kampf mit diesen Knaben zu gewinnen. Das Coole ist, hier ist quasi das ist der zweite und letzte Level, der komplett auf einer Lava-Insel spielt, was schon mal eine sehr nette Sache ist. Wir haben außerdem hier einen Juwelenblock, der uns also safe vom Zwang des Goldabbaus enthebt. Das ist schon mal sehr praktisch. Außerdem bin ich hier mehr oder weniger eingekastelt, das heißt, ich bin hier einigermaßen sicher. Zumachen. Das ging schnell. Die ersten Käfer sind schon eingezogen. So. Bibliothek müssen wir natürlich trotzdem errichten. Auch wenn wir hier vermeintlich viel Platz haben, so viel Platz ist es gar nicht. Es sind gar keine Käfer gewesen, waren Fliegen. Mit denen umschwirren wir jetzt mal ganz schnell hier die Drachen, auf dass die zu unseren Freunden werden. Drachen kann man ehrlich gesagt immer gebrauchen. Ihr wisst ja, ich mag die Drachen einfach gerne. Viele Keeper-Spieler mochten die Drachen nicht, weil sie sind halt extrem langsam. Muss ich zugeben, sind sie auch. Ich glaube, das war's, oder? Ja. So. Genau, dann setzen sich mal da die Teufler in die Nähe. Dann holen wir uns mal unsere Drachen hier rüber. Die trainieren bitte auch sofort. Ein neuer Spruch. Denn wir haben hier definitiv genug zu tun. Wir müssen uns nämlich mit zwei feindlichen Keepern herumschlagen. Das Einzige, was an diesem Level richtig praktisch ist, ist, man kann den Gegner, wenn man wirklich Geduld mitbringt, die habe ich allerdings nicht, aber ich könnte theoretisch versuchen, den Gegner auszuhungern. Das kann klappen. Muss nicht, kann aber. Holen wir die mal schnell alle da raus und lassen hier mal ganz schnell eben das Gold hier an der Seite abbauen. Je mehr ich den Gegnern wegnehme, desto schwächer werden letztlich seine Kreaturen sein. Und es sind unfreundlicherweise zwei Feinde. Das macht die Sache nicht einfacher.
Dafür haben wir relativ viel Startkapital mitgekriegt. Das finde ich immer wieder erstaunlich. So. Genau. Da fängt er nämlich schon an. Kommt er nämlich schon raus. Und die beiden arbeiten diesmal leider freundlich zusammen. Das heißt, die sind sich gar nicht so spinnefeind, wie sie gefälligst hätten sein sollen. Versteck. Kein Problem. Ein neuer Raum wurde erforscht. Mal die Effizienz. Effizienz sein ist eigentlich wurscht. Ja, gut, Handwerkskammer. Hm. Das ist nicht so ganz mein Fall. Wir haben hier unten auch Juwelen und zwar nicht zu knapp. Kann ich sie doch nicht aushungern. Na gut. Muss mal gleich gewinnen, aber wir haben ja relativ viel. Also so mit Blitzforschung und dergleichen müsste ich hier eigentlich relativ viel Unheil anrichten können. Es ging offenbar erstmal nur darum, das blöde Ufer da oben zu besetzen. Tag.
neige sich dem Ende zu. Ihr habt nicht genügend Holz. Ihr könnt es euch nicht leisten, Kreaturen zu trainieren. Eure Kreaturen stürzen sich auf den Gegner. Ha, gut, sollen sie das mal kurz ein bisschen beforschen. Eure Kreaturen werden angegriffen. Eure Kreaturen stürzen sich auf den Gegner. So, dann haben wir doch da schon mal ein bisschen Überblick gewonnen, ha? Schön, dass wir die Schatzkammer sehen, weil dadurch kann ich natürlich jetzt da mit Blitzschlägen ganz gut agieren. Ein neuer Raum. Sein soll, das ist jetzt eigentlich der Schmarrn hier. Dann lassen wir das mal lieber sein. Sollte ich aus irgendeinem Grund mal später wirklich Geld brauchen, kann ich es ja immer noch nachziehen. Jetzt mal Gefängnis und Folterkammer. Zumindest die Folterkammer wäre ja auch interessant. Eure Goldreserven neigen sich dem Ende zu. Ihr bleibt es euch nicht leisten, Kreaturen zu trainieren. Ein neuer Raum. So. Je mehr Imps ich ihn koste, desto eher geht er auch ehrlich gesagt ein. Ich meine, 12 Imps, die da hacken, das sollte eigentlich klappen. Ein neuer Raum wurde erforscht. Eure Kreaturen stürzen sich auf den Eure Kreaturen werden angegriffen. Thank you.
Okay. Ein neuer Spruch wurde erforscht. Kreaturen zu trainieren. Mein Dungeon ist der schönste von allen. Das mag ja sein. Aber deine Imps sind auch die totesten von allen. Was hat der? Der hat schon Level 5 Drachen. Wow. Wie sieht da bei uns die Bilanz aus? Wahrscheinlich nicht ganz so gut. Okay, sagen wir es mal so. Ist ja super. Weil ich gerade überlege, ob es sich eigentlich lohnt, ein Gefängnis zu bauen. Eigentlich ist das Schmarrn. Oder? Naja, feindliche Imps. Ah, da müssen wir jetzt wieder ein bisschen vorsichtiger sein. Das mache ich jetzt wirklich schrittweise. Ich möchte eigentlich nicht, dass das irgendwie ins Unermessliche steigt. Ich meine, kompletter Tempel kostet knapp 9000 Gold. Schnell genug hinterher hier. Trainieren zu viele Kreaturen, das ist immer schlecht. Andererseits brauche ich halt die trainierenden Kreaturen. Ein neuer Spruch wurde erforscht. Eure Bibliothek ist zu klein. Goldreserven neigen sich dem Ende zu. War wahrscheinlich wieder mal etwas knapp. Kreaturen zu trainieren. Ja, kann ich schon. Zahltag. Na super. Beim nächsten Zahltag, man könnte dem da richtig schaden. Wenn man in die Schatzkammer reingucken kann, dann kann man halt die Kreaturen schwer schwächen. Eure Goldreserven neigen sich dem Ende zu.
Ihr könnt es euch nicht leisten, Kreaturen zu trainieren. Ein neuer Spruch erforscht. Eure Kreaturen stürzen sich auf den Gegner. Es gibt nichts mehr zu forschen. Schauen wir mal, jetzt trainieren wir mal tatsächlich ein paar Imps hoch. Aber mit Stufe 3 Imps ist das hier dann natürlich richtig geil. Da müssen wir jetzt aber ein bisschen Geduld beweisen. Ich habe 30, der eine hat 14, der andere hat 8 Kreaturen. Das ist natürlich, sagen wir mal, bedeutend weniger bedrohlich.
ganz so weit. Zwecklos. Ja, ja, zwecklos. Das gewinnen wir schon. Nur die Ruhe, entspann dich. Muss nur schauen, dass der Rubel nicht zu rollen aufhört hier. Dazu brauche ich hier ehrlich gesagt schon langsam mal Level 3 Imps. Macht mal hin, ihr Viecher. Gibt gleich was auf die Nuss. Und wir sollten anfangen, ein bisschen Geld zu sparen. Nehmen wir den teuersten Zauberer. Einmal ein bisschen foltern. Jetzt, der erste Imp ist schon raus. Ihr braucht einen größeren Trainingsraum. Ihr könnt es euch nicht leisten, Kreaturen zu trainieren. Jetzt geht es nämlich schon deutlich schneller aufwärts hier. Wobei das jetzt auch dem geschuldet ist, dass die gerade alle den Trainingsraum verlassen haben. Trotzdem, also jetzt müssen wir halt schauen, dass wir so nach und nach die Imps ein bisschen hochtrainieren. Ich sehe da irgendwie nur zwei Imps drin trainieren, kann das sein? Doch da glatt einer wieder weggemügelt. Halt gemein, dass in den Dungeon die Eingänge auch echte Eingänge sind. Also das ist die einzige Stelle, wo man hier tatsächlich reinkommt. Die Gegner können also nur von hier oder von hier eindringen. Zack. Nicht ganz das, was ich mir vorgestellt und gewünscht hatte, aber naja. Ah, deutlich. Ihr könnt es euch nicht leisten, Kreaturen zu trainieren. Wieder nur zwei. Ah, jetzt gebe ich es auf. Okay, dann sind es halt eben erstmal nur zwei. Sehr schön. Thank you.
wir die zwei Imps auch noch Stufe 3 erreicht haben, dann müsste es eigentlich ganz gut vorangehen. Es dauert halt alles ewig. Oh Mann, Stufe 8 Drachen. Das wird ein heißer Kampf hier unten. Kann ich letztlich nicht durch inhaltliche, aber durch zahlenmäßige Überlegenheit kann ich ihn wahrscheinlich schlagen. Bei dem hier wird es nochmal spannend. Der hat auch Level 8 Drachen inzwischen. Kann ich ja noch nicht mal mithalten. Naja. Werden wir schon irgendwie hinkriegen. So, hier gab es auch wieder Specials. Es gab, ich meine, hier und hier sind Räume, wo man Special jeweils kriegen kann. Allerdings ziemlich wertloser Kram. Und ich glaube, hier unten in der Mitte, da war auch noch mal eins versteckt. Da, nee, muss hier gewesen sein. Kreaturentransfer oder so. Hoffe ich jedenfalls. Irgendwo gab es hier auch irgendwie Erfahrung steigern oder so. Karte aufdecken, oder? Ja, irgendwie sowas. Also, Badnerland war von den Specials her so mittelinteressant, gab aber ein bisschen was. Ist der schönste von allen. Ja, hat geklappt. Ihr braucht einen größeren Trainingsraum. Ja, gute Frage, wen schmeiße ich denn dafür raus? Wen schmeiße ich dafür meinen Teufler raus? Ja, dann geht's. Aber wenn die drei jetzt dann das auch noch haben, dann haben wir hier auf jeden Fall goldene Zeiten vor uns. Dann müsste ich eigentlich geldmäßig auch ganz gut hinkommen. Richtig cool ist es, wenn du dann hier erst einmal 12 Stufe 3 Imps abbauen lässt. Mit so einem Juwelenklotz kannst du dich dumm und dusselig verdienen. Also, das geht dann richtig gut. Mal ein bisschen Forschungsarbeit betreiben. Eure Kreaturen stürzen sich auf den Gegner. Eure Untergebenen tragen den Sieg davon.
So, ich plane einen Köderraum. Ihr braucht einen größeren Trainingsraum. Gucken, ob es vielleicht gelingt, noch ein, zwei Zauberer von drüben zu ködern. Kreaturen, die wir dann noch hochpäppeln müssen, aber gut, das ist halt jetzt Schritt für Schritt. Ich kann nicht noch einen Trainingsraum aufbauen, ich kann ihn finanzieren im Moment. Vampire waren richtig gut zum Ködern. Ihr braucht einen größeren Trainingsraum. Okay, das heißt, es ist jetzt gerade noch ein Imp, der dem Training entkommen. Eure Kultreserven neigen sich der Winde zu. Ihr könnt es euch nicht leisten, Kreaturen zu trainieren. Der Imp geht drauf, das ist mir bewusst, das nehme ich auch in Kauf, das ist okay für mich. Das Ziel ist eigentlich nur, die da drüben ein bisschen nervös zu machen. Ja, irgendwie über Level 6 kommen meine Fliegen auch nicht so richtig hinaus, ne? Unterliegen im Kampf. Ihr seid gutes Futter für meine Untergebenen, Keeper.
nicht gehen. Das wäre jetzt ganz dumm. Das ist genau das, was ich meine mit richtig blöd manchmal. Jämmerliches Geschöpf. Ich sollte euch sofort vernichten. Eure Untergebenen tragen den Sieg davon. Der hat gerade eben. Ja, hat der gerade eben. Hey, glaub's ja nicht. Scheiße. Eure Kreaturen werden angegriffen. Eure Kreaturen stürzen sich auf den Gegner. Eure Goldreserven neigen sich dem Ende zu. Euch nicht leisten, Kreaturen zu trainieren. Toll. Wirklich toll. Jetzt waren wir gerade auf so einem richtig guten Stand und dann sowas. Wir haben exakt das hingekriegt. Auf einen gegnerischen Raum. Wirklich. Das ist diese verdammte Brücke da. In meinem Besitz. Eure Kreaturen werden angegriffen. Ey. Eure Kreaturen unterliegen im Kampf. Das war jetzt wahrscheinlich eine Fliege. Wir konnten nicht rechtzeitig aufpassen. Eure Kreaturen unterliegen im Kampf. Ja, jetzt sind die Fliegen, die da irgendwie gerade Mist bauen. Oh Mann. Eure Goldreserven neigen sich dem Ende zu. Das ist ja auch kein Wunder. Da sind ja meine ganzen guten Imps leider jetzt alle wieder getötet worden. Ich dachte jetzt das ganze Abenteuer von wegen, wie geht's jetzt hier vorwärts, wieder von vorne anfangen. Ich glaube, ich sollte erstmal mehr Gold haben. Dann fangen wir an, hier die zu provozieren. Ihr könnt es euch nicht leisten, Kreaturen zu trainieren. Eure Goldreserven neigen sich dem Ende zu. Götter fühlen sich durch eure Opfergabe geehrt. Eure Goldreserven neigen sich dem Ende zu. Götter fühlen sich durch eure Opfergabe geehrt. Mist. Aufgepasst.
Einige eurer Untergebenen erreichen ihr Versteck nicht. Jetzt beschleunigte. Ihr könnt es euch nicht leisten, Kreaturen zu trainieren. Ihr seid zu arm, um Kreaturen zu ködern. Ihr habt nicht genügend Gold. Eure Goldreserven neigen sich dem Ende zu. Sind wir erstmal auf dem Anfangsstand der Inns. Götter fühlen sich durch eure Opfergabe geehrt. Okay, rechtzeitig rausgezogen. Sag einmal, habt ihr überall mit diesen widerlichen Brücken da an? Das ist ja furchtbar. Ich sollte euch sofort vernichten. Level 10 Drachen hier zu überwinden, wird du sein. Ganz ehrlich. Das hat mich schon zu interessieren, was da passiert. Wow. Der versucht die halt irgendwie auseinander zu sprengen.
dir gelingt, Level 10, was auch immer, Drachen, genau, platt zu machen, dann haben wir jetzt schon mal richtig was hingekriegt. Der mag zwar immer noch, ne, jetzt hat er bloß noch 4 Kreaturen, ich habe allerdings auch nur noch 2 Imps. Das muss ich jetzt aber nicht wirklich verstehen, oder? Dann irgendwie, ich habe den bösen Verdacht, dieser Mistkerl hat hier drin Blitze runterfallen lassen. Ihr könnt es euch nicht leisten, Kreaturen zu trainieren. Das hat er gar nicht vor. Allerwichtigste, worum es gerade geht. Genau, der hat jetzt nämlich bloß noch 2 altersschwache Zauberer da drin. Hey, ich habe einen Höllenhund. Cool. Wie wäre es denn, wenn der Herr Höllenhund zunächst mal auf die lustige Idee kommt zu trainieren? Ist auf eurem Friedhof auferstanden. Oh, das ist jetzt nicht so toll. Denn der muss sich leider das Versteck mit einigen Zauberern teilen. Eure Goldreserven neigen sich dem Ende zu. Ihr habt nicht genügend Gold. Sollen wir versuchen, hier rüber den Weg zu pflastern? Die Decke meiner Wohnung schmücken. Vielleicht gelingt es mir dann. Ah, er hat noch 1-2 mächtige Kreaturen. Ah, jetzt ist er auch wieder bei 12. Also, Eure Versuche sind zwecklos. Eure Goldreserven neigen sich dem Ende zu. Jämmerliches Geschöpf. Ich sollte euch sofort vernichten. Eure Kreaturen werden angegriffen. Wirklich keiner mehr den Überblick. Untergebenen tragen den Sieg davon.
richtige Kreatur erwischt. Ist immer gut. Eure Kreaturen stürzen sich auf den Weg. Eure Untergebenen tragen den Sieg davon. Eure Kreaturen werden angegriffen. Eure Kreaturen unterliegen im Kampf. Eure Kreaturen unterliegen im Kampf. Eure Untergebenen tragen den Sieg. Eure Kreaturen stürzen sich auf den Gegner. Eure Kreaturen stürzen sich auf den Gegner. Kassiert. Das ist jetzt erstmal noch völlig wertlos. Eure Untergebenen tragen den Sieg davon. Ja, toll wäre es hingegen. Eure Kreaturen werden angegriffen. Eure Kreaturen unterliegen im Kampf. Eure Kreaturen stürzen sich auf den Weg. Eure Untergebenen tragen den Sieg davon. Okay, das ist jetzt irgendwie alles etwas anspruchsvoller hier. Eure Untergebenen tragen den Sieg. Eure Kreaturen werden angegriffen. Eure Kreaturen sind ärgerlich. Eure Kreaturen stürzen sich auf den Gegner. Eure Untergebenen tragen
Der hat die in Hühner verwandelt. Da sind sie ja wieder. Eure Kreaturen werden angegriffen. Eure Kreaturen unterliegen im Kampf. Eure Kreaturen sind erdrückt. Sie haben keinen Platz zum Leben. Eure Untergebenen tragen den Sieg davon. Eure Kreaturen stürzen sich auf den Gegner. Eure Untergebenen tragen den Sieg davon. Eure Kreaturen sind ärgerlich. Sie haben keinen Platz zum Leben. Eure Kreaturen stürzen sich auf den Gegner. Eure Kreaturen werden angegriffen. Eure Kreaturen unterliegen im Kampf. Nicht ganz so schlau. Ein Vampir ist auf eurem Friedhof auferstanden. Das verwundert gleich wieder wen? Eure Kreaturen werden ärgerlich. Eure Kreaturen stürzen sich auf den Gegner. Eure Kreaturen werden angegriffen. Komm. Eure Untergebenen tragen den Sieg davon. Eure Kreaturen stürzen sich auf den Gegner. Die liebt es ja, Imps zu jagen. Eure Kreaturen werden angegriffen. Tragen den Sieg davon. Eure Kreaturen werden angegriffen. Ihr braucht eine größere Schatz. Untergebenen werden euren Dungeon als traurige Ruine zurücklassen. Eure Kreaturen werden angegriffen. Eure Untergebenen tragen den Sieg davon. Eure Untergebenen tragen den Sieg davon. Eure Kreaturen unterliegen im Kampf. Ihr werdet in Vergessenheit geraten, Keeper. Eure Kreaturen unterliegen im Kampf. Euer Innerstes wird die Decke meiner Wohnung schmücken. Eure Kreaturen werden angegriffen. Eure Kreaturen stürzen sich auf den Boden. Ihr werdet in Vergessenheit geraten, Keeper. Runter mal irgendwie durchkommen. Das wäre halt der Knackpunkt. Wenn ich wenigstens einen von denen platt machen könnte, dann hätte ich halt schon die Hälfte der Miete ungefähr gewonnen. Eure Kreaturen unterliegen im Kampf. Eure Kreaturen stürzen sich auf den Gegner.
Ihr seid gutes Futter für meine Untergebenen, Keeper. Ihr werdet in Vergessenheit geraten, Keeper. Wir brauchen eine größere Schatzkammer. Eure Kreaturen werden angegriffen. Ach komm. Eure Kreaturen stürzen sich auf den Boden. Eure Kreaturen unterliegen im Kampf. Eure Kreaturen unterliegen im Kampf. Eure Kreaturen werden angegriffen. Eure Kreaturen stürzen sich auf das Gegner. Ein anstrengendes Gehacke hier. Eure Kreaturen werden angegriffen. Eure Untergebenen tragen den Sieg. Eure Untergebenen tragen den Sieg. Eure Kreaturen stürzen sich auf den Gegner. Eure Untergebenen tragen den Sieg davon. Eure Kreaturen werden angegriffen. Eure Untergebenen tragen den Sieg davon. Eure Untergebenen tragen den Sieg davon. Tragen den Sieg davon. So, soll er jetzt erstmal hier... Ihr braucht eine größere Schatzkammer. Das gibt's nicht. Diese Imps sind manchmal sowas von dümmlich doof. Eure Kreaturen stürzen sich auf den Gegner. Eure Kreaturen werden angegriffen. Eure Kreaturen wurden mit Erfahrung gesegnet. Schatzkammer. Eure Kreaturen stürzen sich auf den Gegner. Eure Kreaturen werden angegriffen. Eure Untergebenen tragen den Sieg davon. Kreaturen stürzen sich auf den Gegner. Eure Untergebenen tragen den Sieg davon. Zartak. Eure Kreaturen werden angegriffen. Eure Kreaturen stürzen sich auf den Gegner. Eure Kreaturen werden angegriffen.
auf den Gegner. Die Untergebenen tragen den Sieg davon. Stürzen sich auf den Gegner. Abstoß aus einem gegnerischen Raum. Eure Kreaturen werden angegriffen. Eure Untergebenen tragen den Sieg davon. Eure Kreaturen stürzen sich auf den Gegner. Eure Untergebenen tragen den Sieg davon. Eure Kreaturen werden angegriffen. Ihr braucht eine größere Chance. Eure Kreaturen stürzen sich auf den Gegner. Ihr braucht eine größere Schatzkammer. Eure Kreaturen stürzen sich auf den Gegner. Eure Untergebenen tragen den Sieg davon. Anspruch auf einen gegnerischen Raum. Eure Kreaturen werden angegriffen. Eure Untergebenen tragen den Sieg davon. Eure Kreaturen stürzen sich auf den Gegner. Eure Kreaturen werden angegriffen. Eure Kreaturen stürzen sich auf den Gegner. Eure Untergebenen tragen den Sieg davon. Eure Kreaturen werden angegriffen. Eure Kreaturen stürzen sich auf den Gegner. Eure Untergebenen tragen den Sieg davon. Ihr braucht eine größere Schatzkammer. Eure Untergebenen tragen den Sieg davon. Eure Kreaturen werden angegriffen.
Sieg davon. Eure Kreaturen werden angegriffen. Eure Untergebenen tragen den Sieg davon. Stürzen sich auf den Gegner. Eure Untergebenen tragen den Sieg davon. Eure Untergebenen tragen den Sieg davon. Na komm, mach. Eure Kreaturen werden angegriffen. Eure Kreaturen stürzen sich auf den Gegner. Ihr habt Anspruch auf einen gegnerischen Raum. Ihr braucht eine größere Schatzkammer. Eure Untergebenen tragen den Sieg davon. Eure Kreaturen werden angegriffen. Eure Kreaturen stürzen sich auf den Gegner. Eure Untergebenen tragen den Sieg davon. Haben wir uns dann gleich zum Dungeon-Herz vorgekämpft und irgendwie ist den ersten von diesen Typen mal los. Eure Kreaturen stürzen sich auf den Boden. Eure Kreaturen werden angegriffen. Eure Untergebenen tragen den Sieg davon. Eure Untergebenen tragen den Sieg davon. Sieg davon. Ihr braucht eine größere Schatzkarte. Ein Eingang wurde erobert. Eure Kreaturen stürzen sich auf den Gegner. Eure Kreaturen werden angegriffen. Kreaturen unterliegen im Kampf. Ihr habt Anspruch auf einen gegnerischen Raum. Eure Kreaturen werden angegriffen. Zerstört eure Räume. Wo ist er denn jetzt schon wieder dran, der Arsch? Eure Kreaturen werden angegriffen. Eure Untergebenen tragen den Sieg davon. Eure Kreaturen stürzen sich auf den Gegner. Eure Untergebenen tragen den Sieg davon. Eure Kreaturen werden angegriffen. Eure Untergebenen tragen den Sieg davon. Der Widersacher zerstört eure Räume. Eure Kreaturen stürzen sich auf den Gegner. Zack. Eure Kreaturen werden angegriffen. Mein Widersacher zerstört meine Räume, ja, stimmt. Eure Untergebenen tragen.
tragen den Sieg davon. Eure Untergebenen tragen den Sieg davon. Eure Kreaturen stürzen sich auf den Gegner. Eure Kreaturen werden angegriffen. Eure Untergebenen tragen den Sieg davon. Den Sieg davon. Eure Untergebenen tragen den Sieg davon. Eure Kreaturen werden angegriffen. Eure Kreaturen. Eure Untergebenen tragen den Sieg davon. Natürlich die Zerstörung des Dungeon-Herzes noch eine ganze Weile tragen den Sieg davon. Muss ich herschieben. Eure Kreaturen unterliegen im Kampf. Eure Untergebenen tragen den Sieg davon. Eure Untergebenen tragen den Sieg davon. Eure Untergebenen tragen den Sieg davon. Ihr braucht eine größere Handkammer. Eure Kreaturen werden angegriffen. Eure Kreaturen stürzen sich. Exakt, wo kommt eigentlich dieser Level 10 Höllenhund her? Bin immer noch etwas verblüfft. Kriegen wir hoffentlich jetzt dann mal bald irgendwann Platz hier. Den Sieg davon.
Dann haben wir wenigstens den ersten von denen erledigt. Dann geht es ja bloß noch um Details. Eure Kreaturen werden angegriffen. Eure Untergebenen tragen den Sieg davon. Stürzen sich auf den Gegner. Eure Untergebenen tragen den Sieg davon. Eure Kreaturen werden angegriffen. Eure Untergebenen tragen den Sieg davon. Eure Kreaturen stürzen sich auf den Gegner. Halt, haben wir es geschafft hier. Mein Gott, was für ein Geknüppel. Ich wollte eigentlich eure schon vor einer Stunde fertig sein. Tragen den Sieg davon. Eure Kreaturen werden angegriffen. Eure Untergebenen tragen den Sieg davon. Eure Untergebenen tragen den Sieg davon. Eure Untergebenen tragen den Sieg davon. Der wäre endlich platt. Jetzt müssen wir uns bloß noch hier drüben mit dem dann unterhalten. Eure Untergebenen tragen den Sieg davon. Eure Kreaturen werden angegriffen. Stürzen sich auf den Gegner. Eure Untergebenen tragen den Sieg davon. Eure Kreaturen werden angegriffen. Eure Untergebenen tragen den Sieg davon. Eure Kreaturen stürzen sich auf den Gegner. Halt notfalls hier durch die Räume durch, ist mir doch egal, also. Eure Kreaturen werden angegriffen. Eure Kreaturen stürzen sich auf den Gegner. Eure Untergebenen tragen den Sieg davon. Eure Untergebenen tragen den Sieg davon. Eure Kreaturen werden angegriffen. Herrgott. Also manchmal sind sie schon ein bisschen doof. Eure Kreaturen stürzen sich auf den Gegner. Eure Untergebenen tragen den Sieg davon. Angegriffen. Eure
Kreaturen stürzen sich auf den Gegner. Die Untergebenen tragen den Sieg davon. Eure Kreaturen werden angegriffen. Eure Kreaturen stürzen sich auf den Gegner. Euer Widersacher zerstört eure Räume. Ihr habt einen Eingang verloren. Ah. Der hier ist noch aktiv. Eure Kreaturen werden angegriffen. Eure Kreaturen stürzen sich auf den Gegner. Eure Kreaturen unterliegen im Kampf. Ein Eingang wurde erobert. Eure Untergebenen tragen den Sieg davon. Drachen ist, dass sie sind schwer zu töten. Das nervigste an Drachen ist, dass sie sind schwer zu töten. Das gibt's da nicht. Der ist ja schon wieder da drüben aktiv. Ich weiß es doch. Kreaturen stürzen sich auf den Gegner. Ihr habt einen Eingang verloren. Eure Untergebenen tragen den Sieg davon. Eure Untergebenen tragen den Sieg davon. Ihr habt Anspruch auf einen gegnerischen Raum. Anspruch auf einen gegnerischen Raum. Eure Kreaturen werden angegriffen. Ihr habt Anspruch auf einen gegnerischen Raum. Ah, sie haben das Kreaturentransfer-Special, hatten die auch schon gefunden. Wie soll ich sagen? Das ist meins. Euer Widersacher zerstört eure Räume. Eure Kreaturen stürzen sich auf den Gegner. Ihr habt Anspruch auf einen gegnerischen Raum. Ein Eingang wurde erobert. Anspruch auf einen gegnerischen Raum. Eure Kreaturen stürzen sich auf den Gegner. Eure Kreaturen werden angegriffen. Eure Untergebenen tragen den Sieg davon. Anspruch auf einen gegnerischen Raum. Eure Untergebenen tragen den Sieg davon. Kreaturen stürzen sich auf den Gegner. Eure Kreaturen werden angegriffen. Eure Kreaturen unterliegen im Kampf. Eure Untergebenen tragen den Sieg davon. Ihr habt Anspruch auf einen Gegner. Fängt an zu nerven. Werden angegriffen. Ihr habt Anspruch auf einen gegnerischen Raum. Eure Kreaturen stürzen sich auf den Gegner. Eure Untergebenen tragen den Sieg davon. Eure Kreaturen werden angegriffen. Eure Kreaturen unterliegen im Kampf. Ihr habt Anspruch auf einen gegnerischen Raum. Eure Untergebenen tragen den Sieg davon.
eure Räume. Eine Tür wurde hergestellt. Eure Untergebenen tragen den Sieg davon. Eure Kreaturen stürzen sich auf den Gegner. Eine Falle wurde hergestellt. So. Eure Kreaturen werden angegriffen. Eure Untergebenen tragen den Sieg davon. Eure Untergebenen tragen den Sieg davon. Hat sich das auch erledigt? Komm, ernsthaft jetzt? Eure Untergebenen tragen den Sieg davon. Eure Kreaturen werden angegriffen. Ihr habt Anspruch auf einen gegnerischen Angriff. Eine Falle wurde hergestellt. Eure Untergebenen tragen den Sieg davon. Accelerate. Ihr habt Anspruch auf einen gegnerischen Raum. Eure Kreaturen werden angegriffen. Ihr habt Anspruch auf einen gegnerischen Raum. So schön langsam sortiert sich das hier ja mal ein bisschen. Gott sei Dank, endlich. Was für ein Kampf. Ihr habt einen gegnerischen Keeper besiegt. Ihr habt dieses Königreich erobert. Zack.
Jetzt haben wir es einigermaßen hingekriegt. Da steht uns dann noch die Bibliothek hier zu. Den Kreaturentransfer brauche ich unbedingt. Jetzt will ich bloß wissen, was da hinten war. Nicht, dass da ein Kreaturenwiederbeleben ist. Ja, ich weiß. Das wollen wir noch ganz schnell auf einen gegnerischen Raum klären. Nee, Karte offenbaren. Toll. Wie wertvoll. Das gesamte Königreich wurde euch offenbart. So, jetzt können wir alles einmal sehen. So, dann sehen wir mal zu. Das war... Moment. 9. Eine Tür wurde hergestellt. Ja, ich fürchte, mein Level 10 Zauberer gibt es nicht mehr. Dann trainieren wir den mal eben ein bisschen rauf, falls jetzt auch schon egal ist. Ja, das war jetzt mal ein hartes Level. Das hatte ich irgendwie sanfter in Erinnerung. Aber gut, war vielleicht in der alten Dungeon Keeper-Version auch einfach nicht ganz so heftig, der Computergegner. Ist ja im Grunde auch nicht so dramatisch, weil... geklappt hat es natürlich trotzdem. Aber, ja... Arbeit war es auf jeden Fall, das hinzukriegen. Interessante Herangehensweise an die Juwelen. Eine Tür. So ist wesentlich effektiver, aber gut. Ist ja auch egal. Schauen wir mal, dass hier unsere Zauberer, wobei ich kann eigentlich auch einen Level 9 Zauberer mitnehmen. Das passt, wenn man es präzise nimmt, auch. Ist eine mächtige Kreatur für den Anfang, das ist okay. Da hätte man einen Ork Level 10, naja, Höllenhund Level 10. Ich frage mich, wo der Level 10 Höllenhund hergekommen ist. Drache Level 10 wäre natürlich auch eine Option. Ich weiß, ich bin ein großer Drachenfan, aber irgendwie neige ich doch zu einem Zauber. So soll es sein. Eine Falle wurde hergestellt. Dann wollen wir das noch abspeichern. Ich bedanke mich sehr herzlich bei euch fürs Zuschauen. Wünsche euch nur das Beste. Wir sehen uns dann zur nächsten Folge wieder. Bis dahin, macht es gut. Servus und auf Wiederschauen. Bruchhausen. Der Elfenring liegt in Trümmern und die Bewohner sind in die Berge geflohen. Aber keine Sorge, unsere Vampire sind bereits voll im Einsatz und werden sie schnellstens zurückschleifen, o Herr.
Was jetzt, Meister?